Einen schönen guten Abend wünsche ich euch bei mir auf dem Kanal Aurora Sternmagie. Ich möchte mal schauen, was die Energien für den Sonntag für uns sagen. Heute am Samstag waren sie ja tatsächlich nicht so prickelnd, aber das heißt ja nicht, dass der morgige Tag nicht schon besser wird. Darum schauen wir mal rein, welche Energien für uns am Sonntag, den 12. vorherrschend sind. Was darf ich euch da erzählen? Worauf dürfen wir uns freuen? Oder worauf müssen wir achten? Eine Karte noch für den Sonntag. Bin echt gespannt, ob es morgen etwas besser aussieht. Also ich bin heute tatsächlich, wollte unbedingt ausschlafen, war nicht. Bin etwas, ja, verpeilt schon aufgewacht und so war der Tag tatsächlich heute. Wow. Die Tendenzen für morgen. Wunder, Wunder, schön. Ein Tag voller Liebe, das Herz ist gefallen. Natürlich das Zeichen für Liebe, liebevoller Umgang. Die Blumen sind gefallen, ein Zeichen für Wachstum, für alles, was schön ist. Selbstliebe, Selbstwertgefühl, also die Grundtendenzen für morgen sind bombastisch. Nicht so wie heute, dass wir total verpeilt sind, nicht den Durchblick haben oder mit dem Kopf irgendwo in den Wolken hängen. Nein, morgen ist ein wunderschöner Tag, voller Liebe. Steht im Zeichen der Liebe, gibt es gar nichts. So, schauen wir mal weiter. Und ja, die restlichen Tendenzen sind genauso schön. Wir haben die Eule. Die Eule steht für ein bisschen Aufregung, aber auch für einen Umbruch in unserem Leben. Der Baum für einen Lebensabschnitt, aber auch für Stabilität in unserem Leben. Und die Fische für alles ist im Fluss und für viel, viel Gefühl. Von daher würde ich sagen, morgen sind die Energien stabil, also wir fühlen uns zu Hause wohl, wir fühlen uns in unserer Umgebung wohl, wir fühlen uns mit den Menschen, denen wir begegnen, einfach nur wohl. Die Energien sind sehr liebevoll, das heißt, morgen wird es keinen Streit geben, keine Differenzen untereinander, sondern alles wird sehr liebevoll sein. Sehr im Zeichen des Schönen. Wir werden den morgigen Tag genießen. Er wird für uns sehr viel Schönheit in sich birgen. Die Fische stehen auch für alles, ist im Fluss. Also morgen kein Gezeter, kein Gehader. Ein rundum wunderschöner Tag. Vielleicht gibt es auch etwas Aufregung, aber das muss gar nicht negativ sein, sondern es kann ja auch etwas Herzklopfen gehen, da die Liebe gefallen ist. Vielleicht unternimmt ihr morgen etwas mit eurem Partner, bringt ihr da ein bisschen frischen Wind in die Beziehung. Dafür sind die Energien auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ansonsten fühlen wir uns morgen in unserer Mitte durch den Baum. Die Stabilität ist gefallen. Wir sind mit uns im Reinen. Wie gesagt, die Fische, alles ist im Fluss. Wir fühlen uns morgen einfach nur gut, geliebt und ja, ein wunderschöner Tag kommt auf uns zu. Haben wir uns nach den heutigen Energien auch verdient, bin ich der Meinung. Jetzt schauen wir nochmal, welcher Engel uns denn morgen noch begleiten wird. Welcher Engel ist morgen für uns da, begleitet uns. Schauen wir doch mal. Engel der Seelenliebe, auf dich wartet eine himmlische geführte Begegnung. Eine himmlisch geführte Begegnung erwartet uns morgen, was ja sehr schön zu dem Herz passen würde. Also wenn ihr als Singles zuschaut, wir haben die Gefühle, wir haben das Herz, den Wachstum und die Engel sagen uns, wir begegnen jemanden, der von oben uns geschickt wurde, dann geht morgen definitiv raus, geht spazieren, geht einen Kaffee trinken, geht morgen abends ins Restaurant oder setzt euch in der Kneipe und trinkt ein Glas Wein oder ein Bier, je nachdem, auf was ihr Lust habt. Es ist durchaus möglich, dass ihr morgen der Liebe eures Lebens begegnet. Ich freue mich auf den morgigen Tag.
und wünsche euch für heute, für Samstagabend, noch einen wunderschönen Samstag. Bis morgen. Tschüss.